Hi, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt, Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zum zweiten Teil mit Nioh, dem Japano-Souls-esken Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde nicht Souls-Klon nennen. Natürlich hat es ungefähr dieselben Mechaniken, ungefähr, aber ich würde es trotzdem nicht als Souls-Klon bezeichnen, denn ich musste mich im ersten Teil schon ein bisschen umgewöhnen, was Souls angeht. Ich hoffe, das verträgt sich ganz gut mit dem Dark Souls 2 Playthrough, den ich gerade ja natürlich parallel dann angehe, dass ich dann nicht immer die Steuerung durcheinander komme. Apropos Steuerung, liebe Freunde, ich habe es umgestellt. Mein Optionsmenü wird jetzt auf dem Optionsmenü aufgerufen. Und außerdem weiß ich, wie man Waffen wechselt, liebe Freunde. Poto! Habe ich gesehen. Und dann können wir hier mal gucken. Bam! Bam! Oh! Combo! Yeah! Ist das nur ein? Oh, das ist nur einer. Okay, alles klar. Cool, verstehe ich. Okay, ich habe aber... Und außerdem habe ich ja beim letzten Mal einen weiteren Mantel eingesammelt. Genau, der ist ein bisschen geiler. Was ziemlich gut ist. Außerdem ist er wahrscheinlich... Er ist ja schön blutig. Sind sie auf jeden Fall alle. Also diese gelben Sachen sind wohl ziemlich gut. Die sollte man immer benutzen. Außer diesen komischen Hut. Den werde ich nicht benutzen, liebe Freunde. Der ist nämlich doof. So, aber ansonsten alles cool. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Hier im Tower of London. Warum wir hier sind, keine Ahnung. Ah, okay, gab es nichts mehr großartig zu entdecken. Sondern einfach nur noch ein bisschen... Oh, die Handschuhe. Ach, Quatsch. Oh, alles klar. Ich muss das noch wirklich noch mitkriegen, dass das das Aufnehmen ist. Die Handschuhe. Handschuhe, sehr, sehr gut. Armschutz. Außerdem haben wir die sogenannte Amrita-Erinnerungen, habe ich gesehen. Und die erzählen mir ein bisschen was über die Welt hier, zum Beispiel den Schwarzen Turm. Seit seiner Errichtung diente der Tower of London als Heimat für Großbritanniens Herrscher und als Hinrichtungsort für seine Verbrecher. In neuerer Zeit hat sich dort außerdem eine große Anzahl Raben niedergelassen, seit es verboten wurde, sie innerhalb des Towers zu töten. Der Grund dafür? Ein gewisser Zauberer behauptete, das Töten von Krähen und Raben würde zur Vernichtung Englands führen. Nun ist der Tower vollständig mit diesen Vögeln bespickt, was dem ganzen Gebiet eine gespenstische, beunruhigende Atmosphäre verleiht. Ja, vielleicht auch die Tatsache, dass das hier ein scheiß Verlies ist, verleiht ihm eine ganz schön gespenstische Atmosphäre. Aber egal, was weiß ich denn schon, liebe Freunde. So, wir haben beim letzten Mal unseren Shortcut freigeschaltet. Und den können wir hier links liegen lassen, der ist hier. Ich muss mich nicht heilen, ich bin ganz gut aufgestellt. Also zumindest so gut aufgestellt, wie man nur sein kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter nach vorne. Hier, und wir müssen ja wahrscheinlich raus, weil wir sind ja ein Verbrecher. Ansonsten wären wir nicht im Tower of London eingekerkert. Alles klar, läuft. Sind hier noch Nasen? Oh, oh. Oh, fuck. schon die ersten Fehler gemacht. Alles klar. Boom. Oh, und bessere Stiefel. Und Medizin. Und ein Stein. Ich habe diesen Stein gefunden. Wir nehmen meine Medizin. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und was? Bessere Stiefel habe ich gefunden. Aber die sind ja schlechter. Haben aber, was? Sprint, erhöhte Ausdauer und Durchbruchsschutz. Ja, nur marginal schlechtere Verteidigung. Wenn sie jetzt plötzlich nur drei hätten, dann hätte ich mir es überlegt. Aber, okay, du bist der blindeste Sack der Welt. Kann das sein? Ihr seid alle blind. Ihr seid alle ziemlich blind. Na, warte, dann benutzen wir mal die Steine. Komm mal her. Doing. Voll gegen den Schädel gedotzt. Ich habe hier meine... Okay, ich muss wieder... Ich muss wieder lernen, ne, das Ausweichen... Ist wieder das? Okay, und zack, bam. Und das ist Aufnehmen. Aber ein Glück, dass das Aufnehmen zumindest schön schnell geht. Hast du was bewacht? Okay, du bist blind. Du siehst das gar nicht, was ich hier tue. Sehr, sehr gut. Warum ich das gedrückt halten muss? Und dann nochmal aufnehmen muss. Und nochmal Stiefel. Dann aber auch wieder schlechter. Wird mir zum Glück gleich angezeigt. Okay, du kommst auch mal her. Boing, komm her. Oh, du hast eine. Böse. Böse. Okay, alles klar, du konntest nicht so viel tun. Und ich habe meinen Stein wiederbekommen. Und Handschuhe, die sind schlechter. Also dieses Loot-System, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, gut, das war bei Souls nicht anders, aber mir gefällt dieses... was ist das? Das ist ein besseres Bastardschwert. Alles klar, das können wir gegen unser altes austauschen. Mir gefällt dieses, dieses Legendär und so weiter und so fort, dass man das wirklich abwägen muss. Weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. Das hat so diesen, natürlich diesen RPG-Charakter. Ist noch schlechter, aber dafür erhöhte Ausdauer. Nur beim Sprint. Nee, also nicht generell erhöhte Ausdauer. Was sagen die Handschuhe? Die sind schlechter. Die sind besser. Angriff plus 5. Ne, die nehmen wir natürlich. Liebe Freunde. Streitaxt. Nee, wir wollen ja das Bastardschwert verbessern. Oh ja, das haut ein bisschen mehr rein. Hat aber ein bisschen weniger auf Brechen. Aber dafür ein bisschen mehr Schaden. Aber extrem weniger auf Brechen.
Nö. Nö, dann bleiben wir bei unserem. Ja, das ist extrem weniger auf Brechen. Und nur 3 mehr im Schaden? Nee. Schaden von hinten, obwohl. Ach komm, wir nehmen's. Was soll's. Da haben wir fast alles jetzt gelb. Das gefällt mir. So, aber ich nehme dann gleich mal gucken, wie das, was das für Auswirkungen hat. Alles klar, also hier können wir, hier gibt's nirgends, geht's nirgendwo mehr lang. Oder gab's hier noch irgendwie ein kleines... Nee, alles klar. Dann nehmen wir das nächste Mal jetzt unser schönes Schwertchen. Also, es ist natürlich ziemlich duster. Ich habe auch die Helligkeit im Vergleich zum letzten Teil mal ein bisschen hochgestellt. Alles klar. Regen. Also, dafür, dass das Spiel so lange in Entwicklung ist, und hier übrigens die tollen Raben, ja, wie bei Bloodborne und Souls und alle anderen Spiele, wo man irgendwie Stimmung erzeugen will, nimmt man Vögel. Oh, schön. Du bewachst bestimmt was Gutes. Weil ich glaube, da geht's weiter. Oh, hallo. Ach, Mensch. Das ist nicht ausweichen, Philipp. Ausweichen ist das andere. Mensch, Mensch, Mensch. Ausweichen ist was anderes. So, schon wieder hat er mir einen Hut gegeben, aber wir nehmen nochmal ein bisschen Medizin. Oh, 2 Nasen. Okay, oh, scheiße, beide haben es gesehen. Okay, der eine hat aber nur eine Dings. Trier! Na, komm her. Komm her, mein Freund. Komm her. Jetzt bin ich dran. Okay, von hinten mache ich wirklich mehr Schaden. That's what she said. Und wieder ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Na komm, schieß da ruhig rein. Mein Freund. Sag mal, bist du bekloppt? Ja, ihr seid alle... Oh, ist ausgewichen. Ist er ausgewichen. Hat er nichts gekonnt. Was leugnen hier die Glocken? Für mich läuten schon die Glocken. Ist hier hinter irgendwas? Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich natürlich nicht kaputt machen. Ist ja ganz klar, weil sie also sollte auch nichts verbergen. Aber wie gesagt, für ein 10 Jahre alt, also was ein Spiel, was seit 10 Jahren in Entwicklung ist und was, wo wahrscheinlich häufig die Sachen gewechselt wurden, sieht das echt nicht schlecht aus. Oh, ich sehe da was. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Was ist da drin? Eine bessere Hose. Na, die ist wahrscheinlich genauso gut. Aber hey, Hosen, jetzt ist alles gelb. Nein, das ist falsch. Hose. Hose hat bessere Verstärkung und erhöhte Ausdauer. Naja, alles gut. Habe ich irgendwas für eine Belastung? Habe ich noch gar nicht gesehen, wahrscheinlich. Oh, schönen guten Tag. Kommen Sie mal her, junger Mann. Das ist Big Ben im Hintergrund, müsste ja sein, weil der ist ja gleich beim Tower of London. Okay, da hast du aber nicht gut gezielt. So viel kann ich dir schon mal sagen. Da hast du nicht gut gezielt, mein Freund. Okay, Sprungattacke, kann ich auch. Bam! Handschuhe, braucht kein Mensch, aber wir nehmen es alles mit. Ich bin so ein Horter. Oh, hier ist hier hinter was. Nee, nee, nee. Gut, alles klar. Wo geht's hier lang? Oh. Oh. Hallo. Ihr seid, die etwas besseren, Ritter. Nehme ich mal an. Okay, alles klar. Hier wird auch geschrien. Ist ja Wahnsinn. Okay, kann ich euch... Nee, ich möchte bitte einzeln anvisieren. Kann ich euch nicht einzeln anvisieren? Doch. Kann ich einen... Oh, verdammt, ich trigger beide. Alles klar. Ich glaube, hier wäre meine Battle Axe gar nicht mal so schlecht. Okay, wer kommt? Okay, der Mann mit der großen Axt kommt. Kommst du her? Ich will mit dir kämpfen. Nein? Du kommst nicht her? Dann komme ich zu dir. Alter, hat er geblockt. Hat er geblockt? Okay, traden sollte ich nicht mit dem. Der hat eine fette Axt. Und er kann gut blocken. Aber blocken zehrt ja auch an seiner Ausdauer. Aber ich kann gut... Oh, oh. Na, komm. Oh, er hat noch gerollt. Ist auch ein bisschen gerollt, der gute Mann. Okay, die sind schon... Die hauen echt rein. So viel steht mir fest. Na, komm. Komm, meiner. Du willst es doch. Yeah! Was krieg ich eigentlich dafür? Alter, eine blaue Streitaxt. Sofort, wird sofort genommen. Ein Beinharnisch. Und eine Medizin. Alter, apropos Medizin, die sollten wir mal nehmen, weil der hat uns ordentlich oft eingeschenkt, der Kollege. Ein Beinharnisch ist der besser, aber sowas von. Oh, die Belastung geht aber ordentlich nach oben. Ich sehe es gerade da oben. Aber immer noch im besseren Bereich, nehme ich mal an. Ich glaube, was ist 70? Ist es vielleicht hier auch 70? Handschuhe? Die sind nicht so gut. Die sind genauso gut. Und das sind ganz gute Sachen. Was ist hier? Ist. Ach, das habe ich schon. Kopfbedeckung. Achso, das ist wieder Hut. Ein Beinharnisch habe ich jetzt.
und eine geilere Streitaxt, aber mal. Halleluja! Ist die besser? Ne, die ist gar nicht besser. Die ist doch gar nicht besser. Schwacher Angriff, Ki-Reduktion. Was ist eigentlich Ki? Ist Ki meine Ausdauer? Ich nehme es einfach mal an. Warum ist die jetzt besser? Ach, die macht definitiv... Die macht... Nö, die macht doch gleich viel Schaden. Aber die hat... Ah, alles klar. Die hat wahrscheinlich... Aber meine... Mit der bin ich schon so vertraut. Wir kennen uns schon so gut. Meine Streitaxt und ich. Schwacher Angriff. 12%. Okay, wir benutzen sie mal. Wir gucken mal. Dann können wir immer noch zu anderen wechseln, wenn ich keinen Unterschied merke. Schön, Bastard spielt noch irgendwas anderes? Nee, alles klar. Gut. Und jetzt für den anderen Kollegen. Kommen Sie her, junger Mann. Okay, Sie stehen in der falschen Richtung. Okay, so ein Dreierangriff. Der ist gedrained. Okay, der ist ein bisschen fixer, der Kollege. Oh, oh. Oh, ho, ho, ho. Okay, alles klar. Die Streitaxt scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Oh, oh. Was hat er jetzt? Was ist das? Das muss ich noch lernen. Was ist das, wenn die so komisch stehen? Was habe ich jetzt eingesammelt? Bastardschwert. Ein besseres Bastardschwert habe ich eingesammelt. Hoffentlich. Oder? Ist das besser? Ist das besser? Also auf jeden Fall ist das hier erstmal schon ziemlich cool. Alles gefällt mir. Das Spiel macht wirklich Spaß. Haben sie gut gemacht. Oh, das ist definitiv besser. Ja, definitiv besser. Tut mir leid, mein liebes Bastardschwert. Wir müssen uns... Kommt bis leider nicht im Recall. Das alte. So, was habe ich hier jetzt? Panzerhandschuhe. Okay, ich bin noch bei 46. Das heißt, ich bin noch relativ fix. Ich glaube, das wirkt sich auch auf meine Ausdauerregeneration aus. Aber ich sehe aus wie ein cooles Badass. Okay, was habt ihr hier bewacht? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich hier jetzt einfach so reinkomme. Okay, dann gehen wir noch den anderen Weg. Das Feuer sieht sehr schön aus. Also generell, das Spiel macht wirklich einen schönen Eindruck. Ich habe es jetzt auf 30 FPS gelockt hier. Wie gesagt, man kann ja diese verschiedenen Videomodi wählen. Okay, du siehst nichts. Okay, cool. Du bist bescheuert. Okay, nach deinen anderen Buddies bist du aber keine Herausforderung für mich. So viel kann ich euch schon mal sagen. Oh, oh. Hallo. Kommen Sie bitte her, junger Mann. Ich möchte mal dein Bastardschwert ausprobieren. Was? Du, weiter gehst du nicht? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Na komm. Bin ich auch. Ist auch ausgewichen. Hua! Okay, mein Wasserschwert ist cool. Schön schnell, gefällt mir. Okay, aber die sind auch anscheinend keine Gegner. Warum konnte ich das jetzt gerade nicht comboen? Das ging gerade nicht. Stein, Medizin. Okay, ich bin loaded. Locked and loaded. Hier habe ich doch hinten schon eingesehen, oder? What the fuck, was glitzert da so? Okay, ja, ein Mann, der was kann. Ich sehe schon, was ist hier? Wo geht's hier lang? Was ist das denn? Oh, das ist versteckt, ein verstecktes Item. Okay, hier geht's nicht weiter, ist nur, hier geht's in die Themse, ne, weil wer weiß, wer sich auskennt in London. Der Tower ist neben der Themse. Durchsuchen. Was habe ich damit jetzt gekonnt? Zack, kaputt gemacht. Wo ist der Tower? Da oben oder was? Oder da? Ich sehe nicht mal. Ich kann gar nicht die Kamera so weit drehen. Wo geht's hier lang? Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Nehme ich einfach mal an. Nein, ist auch nur Kulisse und stinkt. So, auch wie bei den Souls-Spielen. Okay, ich glaube, ich muss durch den Ritter durch. Okay, wieder die Raben. Raben sind die... Ach, deswegen. Deswegen war das hier. Ach, kommen die dann wieder? Oh, bitte nicht. Warte mal, wir erkunden erstmal hier, weil ich brauche es ja streng genommen erstmal nicht, die Sache. Okay, hier muss ich wahrscheinlich durch. Okay, oder hier gehe ich auch einfach mal runter. Mal gucken, was es hier gibt. Okay, oh. Oh, hier ist nicht so schön. Ich komme mal wieder, gleich, bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Dann gucken wir uns mal an. Ich glaube, ich muss doch den Tower hier nach oben gehen. Oh, wo geht's hier lang? Hier ist nichts. Nothing! Einfach nur wirklich Kulisse und stinkt hier die Scheiße, oder was? Nee, selbst unter der Kiste ist nichts. Selbst unter der Kiste. Ich bin schwer enttäuscht von dieser Kiste. So, dann gehen wir mal raus zu dem Kollegen. Vielleicht ist der... Bewachen Sie den Zugang oder was machen Sie hier? Oder ist irgendwo noch eine Falle mit irgendeinem anderen Kollegen? Hallo. Schön. It's over there! Was? It's? Ich bin noch ein R. Achso, vielleicht sollte ich hier mal... Sollte ich hier mal meine Axt nehmen. Okay, er läuft schon recht schnell. Und deshalb kann ich wahrscheinlich ganz gut sein Guard breaken. Oh, oh.
Na komm, komm, mein Freund. Oh, seine Stamina regeneriert sich aber auch. Ordentlich. Okay, jetzt bin ich dran. Ha, ha, ha! Nicht geblockt, mein Freund. Das ist schlecht. Das sollte man immer tun. Man sollte immer blocken. Empfiehlt auch der Arzt schon. Blocken Sie immer. Das ist Ihrer Gesundheit sehr zuträglich. Ach, verdammt. Ey, die Ausdauerzeige bei dem regeneriert sich aber auch recht schnell. Ich mag, dass das übrigens die Gegner mir hier angezeigt werden. Nicht so wie bei Souls, wo die alle so ein verstecktes Ausdauer, so ein Ausdauermieter haben. Die Gegner. Oder in einigen Fällen ja auch unendlich viel Ausdauer. Aber sondern hier sehe ich das. Das finde ich gut. Und ich sehe auch, dass der Kampf in Nioh ganz klar... Alter, das war knapp. Eine bessere. Ist die besser? Die ist besser als die, die ich habe. Beinharnisch. Okay, aber dieses dauernde Looten und Leveln ist auch geil. Ist besser. Ausweichen, Key-Reduktion. Das ist aber geiler. Aber der haut natürlich, der verteidigt mich natürlich noch ein bisschen besser. Und was hatte ich noch? Nee, ich hatte noch was. Ein besseres Bastardschwert und eine bessere Streitachse. Ich könnte auch zwei Streitäxte nehmen. Alter, die ist ja nochmal ein bisschen besser. Nee, da tauschen wir natürlich einfach nur die Streitaxt aus. Okay, aber ich glaube hä? Oh, oh. What? No! Nee, nicht mich, böse auf mich schießen. Kommen Sie mal her. Okay, Sie haben gegen meine Streitaxt keine Chance. So viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Ah, hat ein schlechtes Bastardschwert gehabt. Ich bin dran. Ja, du Depp. Du schießt doch nicht in den Boden. Was bist du für ein Depp? Oh, ist auch runtergefallen. Runtergefallen. Oh, jetzt. Ich auch. Aber er ist tödlich runtergefallen, habe ich so im Gefühl. So, kann ich das noch aufnehmen? Dankeschön. Ich habe ja noch eine Kiste gesehen. Danke. Alter. Okay, jetzt. We're talking business. Okay, wie viel bringt mich das drüber? Alter, das bringt mich extrem drüber. Aber, ich glaube dann nämlich, weil 72% ist nicht schlecht. Ja, es zeigt mir, grün an bin ich auch relativ schnell. Aber das ist natürlich ordentlich. Das bedeutet wahrscheinlich, es wäre gar nicht mal so verkehrt, vielleicht nicht hier irgend sowas abzulegen. Nochmal, was ist so, was zum Beispiel hier der Beinharnisch. Ich glaube, ja, was soll der Geiz? Es ist natürlich ein ordentlicher... Alter, aber ich sehe schon aus wie ein echtes Dark Souls Badass. So stehe ich mal fest. Vielleicht sollte ich keine zwei Waffen nehmen. Ist nicht besser als mein Bastardschwert. Vielleicht keine zwei... Aber Waffen sind schon was Cooles. Ah, ich nehme mal andere Handschuhe. Hier, die mir Angriff geben. Dann geben die mir halt keine Verteidigung, aber dafür haue ich schneller zu. Ist immer noch besser, weil dann bin ich auch zack, bin ich auch fix. Fix unterwegs. Oh, sind das wieder zwei oder ist das nur einer? Wo geht's denn hier eigentlich lang? Was ist denn hier? Nein, ihr seid zu zweit. Gut, das bedeutet... Doing! Hä? Oh, kommen sie beide. Nein, bitte nur einer. Bitte nur einer. Okay, die Aggro-Range von den jeweiligen Leuten. Okay, alles klar. Gefällt mir. Okay, cool. Alter! Das war fix. Das war fix, mein Freund, wie du angegriffen hast. Alter! Okay, jetzt ist, ups. Ach nee, das war falsch. Das war richtig. Okay, die sind keine Laufkundschaft hier, die Kollegen. Das sind meine Black Knights, möchte ich jetzt einfach mal sagen schon. Und die sind auch Ritter. Und ich glaube, sein Ki, oder seine... Seine Ausdauer... Oh, nicht gierig werden hier. Das Spiel bestraft wirklich, dass man gierig wird. Alter, der ist fix. Das Spiel bestraft, wenn man gierig wird. Aber sowas von. Oh, oh. Und meine Ausdauer ist wirklich... Alter, der ist fix. Okay, da muss man aufpassen. Aber sowas von. Boah. Wow. Okay, Bastardschwert, nicht so geil. Was habe ich hier noch? Ich nehme erstmal alles auf. Ich glaube, Brustpanzer ist auch nicht so gut, obwohl der Beinschienen besser. Beinschienen ist doch nicht Beinharnisch, nehme ich mal an. Doch, ist Beinharnisch. Oh, ist aber in allen Belangen besser. Alter, gleich hier blaue Ausrüstung, ne? Der ist...
der besser? Was ist der Durchbruchsschutz höher? Schadenreduktion gleich. Aber ich habe hier mehr Leben. Ich krieg hier Leben. Nö. Dann lassen wir das natürlich. Was ist mit den Beinschienen? Die bringen mich wieder drüber. Aber die sind natürlich wesentlich geiler. Ja, klar. Aber dafür habe ich jetzt das, würde ich jetzt das volle Set anhaben. Ich müsste rein theoretisch mich mit einer von einer Waffe trennen. Bastardschwert. Ist das besser? Nee, ist es nicht. Doch, das ist besser. Das ist gleich. Nahkampf, Regeneration. Oh, nicht verkehrt. Aber dafür weniger brechen. Aber wesentlich geiler. Okay. Ja, also dieses Getausche hier. Das ist natürlich immer so eine Sache. Okay, er ist am Start hier. Okay, er hat mich gesehen. Jetzt bin ich dran. Yeah, bitch. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt bin ich dran. Yeah, okay, er hat es mit dem Blocken noch nicht so raus hier. Also vom Blocken hat ihm noch keiner erzählt. Ist wahrscheinlich noch ein Ritter in Ausbildung. Was? Wir können blocken? Das wusste ich nicht. Warum hat mir das niemand gesagt? Habe ich einen Rückangriff? So nach dem Motto, oh oh. Okay, alles klar. Medizin, Streitaxt. Alter, ich habe so viele Streitäxte. Ich hoffe, ich kann das Zeug alles verkaufen. Ey, wehe, das hat sich nicht gelohnt hier. Wehe, gibt es hier keine fette... Oh, gibt es fettes Loot. Ich wollte gerade sagen, wehe, die Scheiße hat sich nicht gelohnt. Alter, Beinschienen. Oh, kann ich alles nicht nehmen? Ist nicht alles zu schwer? Stimmt alles? Oh, noch mehr Loot. Alter, hier hat sich das hat sich auch gelohnt. Aber sowas von. Sowas von hat sich das gelohnt. Ein Großhelm, Panzerhandschuhe, alter Falter, Loot ohne Ende. Alter, ein Großhelm. Eben nicht überall über Dings. Ausrüstungsgewicht. Und was ist das andere? Ich verstehe das nicht. Also momentan geht dann das nach oben. Aber ich zeig mir mein aktuelles an. Alles klar, verstehe. Alter, ein fetter Helm. Cool. Panzerhandschuhe bringen mich alles drüber. Warum? Bin ich jetzt schon drüber? Was ist denn hier los? Nee. Okay, der ist... Oh, der bringt mir auch Leben. Nicht verkehrt. Und der... Ja, ja, die bringen mich alle über diese 70er. Ich glaube, 70 ist die magische Grenze. Das behalten wir uns aber. Ich hoffe, das behalte ich alles. Ich hoffe, das bleibt mir alles erhalten nach dem Tutorial. Ist die besser? Ist die einfach stinknormal besser? Nö, ist schlechter sogar. Warum wird mir das angezeigt als besser? Nö, da behalte ich natürlich meinen. Ja, auch scheiß auf die Vertrautheit, ne? Das ist bestimmt was ziemlich Gutes. Das ist bestimmt ein System, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Was mich dann hinterher abfacken wird, aber egal. So. Nö, Heilung brauche ich erstmal nicht. Also, oder speichern. Doch, ich glaube, speichern, also hier. Das ist ja wahrscheinlich nur ein Speicherpunkt. Das füllt zwar auch mein Leben wieder auf, aber natürlich gehen da natürlich alle. Ja, ich mag diesen Effekt übrigens. Ja, und sind die... Ja, okay, die sind alle wieder da. Alle. Aber gut, ich habe ja alles erkundet. Das heißt, wir gehen erstmal nach unten, weil er hat gesagt, ich muss mich in den Tower hochkämpfen. Wer ist hier? Sind hier irgendwelche Nasen? Nö. Hier ist nur Loot. Loot! Was gibt's hier? Using monsters like that to fight wars. Guess they got no more use for us. Wie? Bist du der... Wer redet denn hier? Wer labert hier? Wer labert hier? Alter, okay, alles klar. Das sind diese Piraten. Nee, am Boden gegen den Gegner des Dings machen. Okay, alles klar. Und wer redet denn hier? Ist hier irgendeiner an die Wand gekettet und ich sehe ihn nicht? Nö. Wer redet denn mit mir hier? Ah, vielleicht sind das diese Amrita-Erinnerungen, oder? Ja, ah, ich sehe schon, der hier. Unterhaltung fürs Volk. Den Bürgern bieten sich nur wenige Möglichkeiten der Zerstreuung. Die größte Unterhaltung bietet sich in Form der öffentlichen Hinrichtung von Kriminellen. Gut, das war wirklich früher so. Ob jung oder alt, reich oder arm, keine Seele in England kennt Gnade für diejenigen, die im Tower of London eingesperrt sind. Mit einer großen Fleischkeule in der einen und einem Krug Bier in der anderen Hand bejubeln sie verzückt das blutige Ende der Verbrecher. Ah ja, nicht so gut. Und Todesstoß, genau. Führst du einen Todesstoß aus? Alles klar. Todesstoß. Okay, wir... kommt darauf an, was die Gegner sind. Ob wir dann wieder zu unserem schnellen Schwert wechseln. Aber es sieht schon alles... Das sieht jetzt schon sehr nach Dark Souls aus, was hier... Wie ich hier rumlaufe mit meiner Ritterrüstung. Alter, fette Ritter. Jetzt ist es angekommen. Ich hoffe, ist das ein zweiter? Ist hier irgendwo ein zweiter Ritter? Nein, wir sind ganz alleine.
Gut, mein Freund. Na, dann können wir... Oh, cool. Oh, oh, oh. Ich hab gedacht, er macht jetzt eine Combo. Was, 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 nein, nein. Alter, traden, nicht traden. Traden ist schlecht. Wer beschießt mich? Ich hab grad... Okay, hier beschießt mich jemand. Was sehr schlecht ist. Du musst aufhören, mich zu beschießen. Okay, alles klar. Wir prallen beide an der Umgebung ab. Alter, okay, das ist wirklich... Der ist wirklich ein fixer Bastard. Okay, alles klar. Panzerhandschuhe, schnell alles einsammeln, einsammeln, einsammeln. Einsammeln. Oh, ein blaues Spätum. Ja, ja, er hat mich, er sieht mich. Er sieht mich. Das ist natürlich nicht gut. Schnell eine Medizin nehmen. Plapp. Hm? What? Okay, hier kämpfe ich mich nach oben. Aber ich habe das dunkle Gefühl. Ah, wo kämpfe ich mich? Ich kämpfe mich hier nach oben, habe ich so ein Gefühl. Das sieht eher aus, als ob da oben ein Boss auf mich wartet. Okay, alles klar. Was habe ich eingesammelt? Ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Nein, nicht die Amrita-Erinnerung. Ein Spätum. Das ist wesentlich geiler. Das können wir mal ausprobieren. Wir können es ja mal ausprobieren. Streitaxt, haben wir da eine bessere? Nein. Eine Kopfbedeckung. Ja, ich weiß, ich habe hier so einen Großhelm. Aber da komme ich über diese 75%. Oder 70%, ich weiß es nicht. Ah, die sind bestimmt gut. Ah, das nervt. Das nervt. Was? Warum ist eigentlich ein Beinharnisch in meine Hosen? Und dann habe ich nochmal Stiefel. Okay, daran muss ich mich gewöhnen. Ach, die sind bestimmt alle super gut. Aber ich will, nee, ich will meine Beweglichkeit nicht opfern. Weil ich sehe schon, Beweglichkeit, okay, was ist denn hier? Nein, 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 ich, falsche Waffe. Falsche Waffe, wie heiße ich eigentlich? Boah, okay, alles klar, es ist wirklich so eine Art, ja, okay. Geht's hier runter? Nee, hier geht's nicht runter. Geht's hier hoch? Nee. Das sieht aus. Nee, dann lieber ganz nach oben dort. Das sieht nicht gut aus, wo ich da bin. Wo geht's hier lang? Alter, aber das sieht doch eher aus wie eine Boss-Arena. Wo geht's denn hier hoch? Ah, am Ende komme ich hier gar nicht mehr irgendwo hoch. Na, wir gucken mal, liebe Freunde. Oh, oh. Das sieht eher aus wie... Nee, dann gehen wir nochmal doch dorthin. Das andere sah eben mehr wie eine Boss-Arena aus. Aber jetzt, als ich die gesehen habe, das ist bestimmt die Boss-Arena hier. Weil das ist nur so ein kleiner Turm. Nee, nee, das wird schon keine... Das wird schon keine Boss-Arena sein. Ich wette, wir verpassen natürlich ganz viel. Weil ich spiele das blind, wie gesagt. Logischerweise. Ich habe das vorher nie gespielt. Okay, alles klar. Nee, wenn du das sagst, dann gehen wir natürlich den anderen Weg. Wenn du sagst, wer ist das eigentlich? Wer sind sie eigentlich, Lady? Kommt drauf an. Was wollen sie, Lady? Ich will, dass sie einen Optiker finden, der günstiger ist als viermal. Vergessen sie es. Ach, die 90er. So tolle Werbespots gab es da mal. So. Ah, gut gemacht. Gut gemacht, Philipp. Sturzangriff. Aha. Aber da ist doch keiner. Sturzangriff. Alter, okay, das ist wesentlich geiler als in Souls. Okay, alles klar. Weiß ich nicht, Bosskampf, verlasse ich mich auf eine Waffe, die ich noch nie gekämpft habe? Nee, ich verlasse mich auf meine Streitaxt. Die wird mir schon helfen. Okay, meine Dame hat mich da hingeführt. Ich heiße übrigens William, ist mir gerade aufgefallen. Okay, alles klar. Okay. Alles klar, gerafft. Derek! Derek! Warum heißt der Derek, der Henker? Aua. Okay, Derek hat keine Chance. Kann das sein? Kann das sein, dass Derek eine Pussy ist? Okay, Derek hat eine Dreier-Kombo, aber Derek ist tot. Oh, na doch noch nicht, ganz. Derek? Derek, du bist tot. Ich kann es dir nur so sagen, wie es ist. Tut mir leid, Derek. Tschüss, Derek. Okay, das war der erste Boss? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Ah, du bist der erste Boss. Ja, ich bin's. Ich hab ne... Ach, das ist meine Dame, ist mein Schutzgeist. Okay, wer bist du? Ah, du bist der Mann mit dem Glatzen-Tattoo.
Was machst du jetzt? If I die, the secret of the stones dies with me. Ah! Let me show you what these stones can do. Deshalb, ich wurde dort eingekerkert, weil ich einer der Piraten war, der dieses Amrita besorgt hat. Und jetzt, wow, was machst du? Okay, du pumpst jetzt den Boss auf, alles klar. It's time for your execution. Nö, I Full Oni Mode activated. Oni Mode activated. Was ist hier los? Okay, es ist nochmal Derek, der Henker. Und Derek hat, ist Derek dadurch schwerer? Er hat auf jeden Fall mehr Lebenspunkte. Falsch. Okay, nur ein Schlag, sobald er... Okay, alles klar. Fette Combo hat er. Alter, er hat eine fette Combo am Start. Und weg. Alter, das ist gemein. Nee, Derek, tut mir leid. Okay, weg mit der. Ja, eine fette Combo hat er am Start. Okay, wenn ich ein... Okay, alles klar. Wow! Was? Todesschuss! Wow, was war das? Ich muss mich mal kurz heilen. Derek, warum hast du jetzt gerade das gemacht? Derek, was war mit dir los? Was ist mit dir los, Derek? Geht's dir gut? Ich kann dir helfen. Du hast da so rotes Zeug auf der Nase. Lass das mal untersuchen vor meinem Arzt. Okay, der war vorher gefährlicher. Also, er haut jetzt bloß mehr rein. Genau, er hat jetzt diesen komischen belebte Waffe bei voller Amrita-Anzeige. Was ist denn? Au! Fuck. Muss ich beides drücken? Wie kann ich denn beides drücken? Okay, mal kurz heilen. Ja, beides drücken? Ich kenne das doch. Beides drücken. Hier. Okay, was mache ich dann? Was ist denn jetzt? Wie? Ich drück doch beides. Ach so, falsche Taste. Die beiden. Hahaha! Die beiden. Ich habe gerade die ganze Zeit die falschen Tasten gedrückt. Was ist jetzt? Instant Kill oder was? Ich hatte eine Axt, kein Schwert. Okay. Oh ja gut, hat er kurz gewechselt. The William. Alter. Well done. Quite a feat. Hätte ich den auch so besiegen können? Ohne dieses Amrita-Ding? Interessant. Müssen wir untersuchen. Was macht er jetzt? Alter, er hat... Wow! Ich bin ja ein Badass. Aber nicht Badass. Oh, nein, mein Schutzgeist! Was? Was macht er denn jetzt? Und weg ist er. Oh. Was? Ihr habt Gewehre und ihr habt mich vorher nur mit Armbrüsten beschossen? Ja, ich bin cool. Ich habe einen coolen Panzer. Der hilft mir. Ich habe einen coolen Schutz. Oder auch nicht. Okay, alles klar, liebe Freunde. Läuft. Läuft gut beim guten William. Oh, ich habe noch eine Feder. Von ihm? Ist das eine Feder von ihm oder eine Feder von... Nee, ist von meinem Schutzgeist. Die schützt mich jetzt. Die rettet mich. Okay. Oder auch nicht. Alter. Okay. Ist wesentlich japanischer. Logischerweise ist ja von Tecmo Koi und Team Ninja gemacht. Und ist natürlich wahrscheinlich wesentlich direkter in seiner Story-Präsentation als die Souls-Reihe. Aber das ist ja gut. Es muss ja nicht alles so kryptisch sein. Man kann es ja auch gern mal auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und ich habe übrigens erste Reviews schon mal gelesen gehabt, also so angelesen. Und die waren sehr, gut. Also viele Leute mochten Nioh. Und ja. Was? Spielaufzeichnung? Ich habe doch gar nichts aufgezeichnet. Was willst du von mir, PlayStation? Aha, interessant. Jetzt, wo geht's jetzt hin? Ich bin aus dem Wasser und bin dann auf dem Schiff. During 2 years voyage, the Hellof was lost. The Hellof? The Trau sank.
Ah, okay, ich bin auf einem holländischen Schiff gelandet. Okay. Ah, alles klar. Liefde. Und ich bin auf ein, was bin ich, auf ein skandinavisches, holländisches Schiff? Und ich bin da natürlich drauf, weil ich da drauf bin. Ich bin der Held und deshalb geht mein Schiff nicht unter, liebe Freunde. So sieht's nämlich aus. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Oh, das klingt ja spannend und amüsant. Ah, sieht nicht ohne Grund ein bisschen wie so ein Leuchtfeuer aus, ne? Dieses Schwert mit dem, ne? So ein bisschen, wie so ein Bonfire. Aber das ist Neo, liebe Freunde, schön. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch gar nichts aufgezeichnet. Liebe PlayStation, ich zeichne mit was anderem auf. Aber egal. Bevor ich die Vorbereitung für die Landung beginne, blättere ich noch einmal durch das sonderbare Buch, auf das ich gestoßen bin. Darin festgehalten sind die Lebensänderungen eines Seemanns, der einst in das Land Zipangu besuchte. Doch wie das Dokument an Bord des Schiffes gelangt sein soll, wenn sein Autor doch eindeutig der Besatzung eines anderen Schiffes angehörte, kann ich mir nicht erklären. Aber hier sitze ich nun und studiere gleichwohl die Seiten und das nicht zum ersten Mal auf dieser Fahrt, möchte ich anmerken. Was mich von allen diesen Dingen faszinierte, waren die Beschreibung der vielfältigen Rüstung und Waffen Zipangus. Aha, interessant. Ich wähle jetzt meine bevorzugte Waffe. Doppelkatana. Attribut Herz, ein Einhandschwert, ein Speer. Die Axt hat mir schon sehr gute Dienste geleistet, aber... Alter, das ist natürlich ein fettes, dieses Kusarigama. Das ist cool, das wirft man, glaube ich, so ein bisschen. Waffe steht aus einer Sichel und einer Kette. Ja, zu beherrschen ist ein ausgesichtlicher Kenntnis der Spezialtechniken erforderlich. Okay, das ist wahrscheinlich meine Klasse. Ich nehme mal die einfache Klasse. Ich glaube, das mit dem Katana bin ich, auf der sicheren Seite. Von daher alles cool. Der Seemann, von dem das Tagebuch stammt, scheint einige Zeit in Zipangu verbracht zu haben und es ist ihm gelungen, Umgang mit Samurai zu pflegen. Er beschreibt ausführlich Einrichtungen in Zipangu, die man Dojo nennt, wo sich die Menschen einschließlich der Samurai versammeln, um die Kampfkünste unterrichtet zu werden. Allein durch das Lesen der lebhaften Schilderung des Seemanns kommt es mir vor, als wäre ich persönlich dort und würde diesen Kriegern bei der Ausbildung zusehen. What? Samurai ist ein Meister jeglicher Ausrüstung, geschult im Kampf mit allen nur denkbaren Umständen. Sollte ich eine weitere Waffe wählen, für welche würde ich mich entscheiden? Na, dann nehmen wir natürlich die Axt. Logisch. Axt und Dings. Die Memoiren berichten außerdem von außergewöhnlichen Fähigkeiten Samurai in der Kampfkunst. Als erstes kennen sie die richtige Kampfhaltung für jede Situation, hoch, mittel und tief. Weiterhin bereiten sie sich nach dem Angriff auf den nächsten Schlag vor, indem sie ihr Ki, ihre innere Energie, fokussieren. Drittens können die Samurai, sobald ihr Ki bereit ist, Reinigungstechniken einsetzen, um sich von schadhaften Einflüssen zu befreien. Ganz schön viel Kauderwelsch. Ich kann es mir nicht erklären, aber mir scheint die Fähigkeit, innen zu wohnen, all diese Konzepte zu erfassen und ich habe viele Male mit jeder Technik experimentiert. Okay, das ist wirklich so, du bist jetzt der Held, du kannst alles. Wir haben keine andere Erklärung dafür gefunden. Ein bisschen lahm, muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber okay. Dem Tagebuch zufolge ist Zipangu der Heimat von 8 Millionen Göttern und gottgleichen Wesen. Wie genau diese Zahl zustande kommt, kann ich nur vermuten. Aber so wie ich mit meinem Blick auf das Ufer werfe, überkommt mich das Gefühl, eine geheimnisvolle Macht hätte über mich gewacht. Es ist eine Energie, die mich an Schwarze erinnert? Naja, ich hole einmal mehr das Tagebuch hervor und studiere jede Seite, bis ich den Schutzgeist finde, der mir am besten zu der von mir gefühlten Macht passt. Aha, was ist mein Schutzgeist? Kato? Schutzgeist-Element Feuer. Das stärkt die Angriffskraft derjenigen, die unter seinem Schutz stehen. Ein Hai, Schutzgeist. Das ist ein Hai, cooler Hai. Schutzgeist-Element Wasser. Diejenigen, die unter dem Schutz stehen, können Feinde besser wahrnehmen. Aha, interessant. Der Falke, Schutzgeist-Element Wind, stärkt die Ausweichfähigkeit derjenigen, die unter dem Schutz stehen. Ich denke mal, Kato ist ganz geil. Weil Stärke, ne? Und wir sind ja eine fette Axt und. Ja, Kato. Ich mag auch Wölfe, am liebsten Haie und Falken. Das ist ganz okay. Ah, das ist quasi jetzt meine. Okay, so habe ich meinen Charakter jetzt ausgewählt. Okay. Okay, das Tagebuch schließen. Passt das so? Passt das so? Ist gut so? Ja, passt so. Sag ich jetzt mal. Ja, bitte. Dankeschön. Wenn du zum ersten Mal spielst, solltest du am besten erstmal eine Tutorial-Mission ausprobieren. Möchtest du? Ja, liebe Freunde, das machen wir am nächsten Teil. Weil ich sehe schon gerade, wir haben schon wieder 40 Minuten auf der Uhr. Mensch, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, liebe Freunde. Wenn man viel Spaß hat mit einem Spiel. Dieses Dojo ist ein Trainingsgelände für Samurai und erfüllt von Blut, Schweiß und den Tränen unzähliger Krieger, die hier ihre Techniken verfeinert haben. Innerhalb seiner Mauern werden seit Generationen die alten Traditionen und Geheimnisse der Samurai weitergegeben. Na, wenn das nix ist. Was ein Dojo, ne? So, liebe Freunde, kann ich jetzt hier raus oder? Okay, alles klar. Ich bin wirklich in einem scheiß Dojo. Hab ich mir das jetzt eingebildet oder was hier los? Alles klar. Und so kann ich jetzt die Techniken studieren? Alles klar. Nö, dann... Liebe Freunde, nee, ich komme hier bestimmt raus. Ich habe nochmal Amrita-Erinnerung, belebte Waffen, Sturzangriffe, alles klar. Läuft.
Habe ich die jetzt bei mir hier drin in meiner Ausrüstung oder habe ich die jetzt hier nicht? Ich habe die wahrscheinlich nicht. Alter, ich habe ein Oberteil, cool, ein Dogi. Dogi-Oberteil. Die Jacke für das Training der Kampfkunst, die Färbung mit Indigo neutralisiert Gerüche und macht sie perfekt für das anstrengende Training. Ah, dann rieche ich nicht beim Schwitzen. Auch sehr gut. Schön. Sehe ich ein bisschen cool aus. Ja, wenn das nicht Samurai-Shit ist. Liebe Freunde, wir machen beim nächsten Teil hier mit der Tutorial-Mission weiter, wo ich wahrscheinlich nochmal diese hohe, mittel- und tiefe Kampftechnik irgendwie einverleibt bekomme. Wir haben außerdem einen Schutzgeist. Also es wird jetzt ziemlich intensiv und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit dir mit dabei seid. Ansonsten noch viel Spaß im Internet. Liked, kommentiert und subscribed. Das würde mich sehr freuen. Und falls ihr schon abonniert habt, denkt an diese komische Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst, auch kein weiteres Video von Nioh. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.